anderthalb Jahre dort von zu Haus, anderthalb Jahre Kaserne und Uniform an und Jeanshose aus und Mädchen nur aus der Ferne. Genossen Soldaten, Sie beginnen Ihren Ehrendienst in der Nationalen Volksarmee in einer Zeit, in der der Frieden noch nie so bedroht war wie heute. Das war regelrechte Angst in der ersten Zeit, vor allen Dingen gleich nach dem Gerichtsurteil. Anderthalb Jahre Soldatenbrot kauen, immer im Gleichschritt marschieren und Stiefel putzen und Päckchen bauen und Befehle auszuführen. Man hat mir vorgeworfen, Befehlsverweigerung. Deswegen bin ich auch verurteilt worden, weil wir uns geweigert hatten, an einem Schießstand mitzuarbeiten und den mit aufzubauen. Wer dem Feind hilft, endet so. Man wollte mir nur begreiflich machen mit ganz normalen erzieherischen Mitteln, wie ich mich in diesem Staat zu verhalten habe. Ja, da wurde es am Tor erstmal vollgeschrien, angebrüllt, dass du gerade zu stehen hast, über Schild gestanden und liegt zur Flamme. Der Armeeknast in Schwedt, das einzige Soldatengefängnis der DDR. Ein Straflager für alle Armeeangehörigen, die während ihrer Dienstzeit mit dem Gesetz in Konflikt kamen und Haftstrafen verbüßen mussten. Im Nordosten Brandenburgs, nahe der polnischen Grenze. Das einst verschlafene Dorf erlebte seinen Aufschwung in den 60er Jahren. Hier endete die russische Erdölpipeline und ließ Schwedt in DDR-Zeiten zum Zentrum der Chemieindustrie aufsteigen. Neben dem ehemaligen petrolchemischen Kombinat liegt das Gelände des früheren Armeegefängnisses. Anders als im vereinten Deutschland gab es in der DDR eine eigene Militärjustiz und einen eigenen Strafvollzug für Soldaten. Über die Gefangenen von damals weiß man in der Öffentlichkeit fast nichts. Und von Historikern weitgehend unerforscht, blieb auch nach der Wende lange verborgen, was damals hinter den Gefängnismauern geschah. Einer der Inhaftierten hat seine Erlebnisse veröffentlicht, als Gefängnistagebuch eines Militärstrafgefangenen. Irgendwann müssen wir das Gespenst beim Namen nennen. Schwedt. Das Wort verbreitet Angst und Schrecken, wo immer man beim Militär es nennt. Der soll dann nach Schwedt gekommen sein. Nach Schwedt kommen, kein Spaß. Militärgefängnis in einer kleinen Industriestadt an der Oder. Wer dort war, schweigt. Wer waren die Gefangenen von Schwedt? Was hatten sie verbrochen? Wie ist es ihnen in den Baracken des Lagers ergangen? Im Bundesarchiv in Freiburg liegen die Prozessakten der Militärgerichte. Tausende von Dokumenten warten auf ihre Auswertung. Jahre werden vergehen, bis Historiker genau wissen, wer, wie lange und warum in Schwedt saß. Allerdings, Einzelschicksale belegen schon heute, dass viele Gefangene vor allem eines zu spüren bekamen: die Willkür des DDR-Militärapparates. Mit aller Härte ging man gegen Soldaten vor, die sich dem System Militär nicht bedingungslos unterordneten. Vor allem kritische Äußerungen zum DDR-Staat hatten bei der Armee drastische Folgen. In den Kasernen verhaftet, begann der Leidensweg der Wehrpflichtigen: Verhöre, Demütigungen und der Prozess. Am Ende stand die Haft im Armeeknast Schwedt. Name: Gavlita, Hagen. Militärstrafgefangener von August 1980 bis Mai 1981. Verurteilt wegen des Delikts öffentliche Herabwürdigung. Hauptvorwurf war, dass ich gesagt habe, es gibt keine Meinungsfreiheit.
in der DDR, es gibt keine freien Wahlen. Das sind alles Ja-Sager, die nur einen Zettel in eine Urne stecken. Und des Weiteren wurden also sämtliche Äußerungen, die in einem längeren Zeitraum von etwa 4 Monaten auf der Soldatenstube gefallen sind, zusammengesammelt. Und damit war man also als jemand, der ständig renitent gegen den Staat meckert, bekannt. Hagen Gavlitter ahnte nicht, wie hart die Militärjustiz gegen Andersdenkende vorgeht. In der Untersuchungshaft bekam er einen Vorgeschmack. Sein Zellengenosse war auch Soldat, auch inhaftiert wegen öffentlicher Herabwürdigung, aber bereits verurteilt. Und ich sage, was hast du bekommen? Und dann sagt er, 1 Jahr. Und da war für mich erstmal die Welt zu Ende. Also ich dachte, vielleicht hätte 3 Monate oder so bekommen, Strafarrest. Und es wurden ja dann 1 Jahr und 3 Monate. Ein Jahr und 3 Monate Haft wegen kritischer Äußerungen. Mit Urteilen wie diesem versuchte man, individuelle Meinungen in den Kasernen zu unterdrücken. Das Ziel: ideologische Gleichschaltung. Ein objektives Strafmaß für solche Delikte existierte nicht. Die Strafen waren willkürlich und regional völlig unterschiedlich. Für dieselben Äußerungen gab es 1x5 und 1x15 Monate. Das ist also, die Äußerungen der einzelnen Leute waren immer dieselben, weil es herrschte eine allgemeine Volksmeinung und die hat man draußen auf der Straße erzählt und bei der Armee war sie eben dann sofort strafbar. Ich schwöre der deutschen Demokratischen Republik. Mit dem Schwur auf die Truppenfahne verabschiedeten sich die NVA-Soldaten von vielen ihrer staatsbürgerlichen Rechte. Von nun an gab es nichts Ziviles mehr. Der Personalausweis wurde ihnen abgenommen, die Zivilkleidung im Pappkarton nach Hause geschickt. Eingesperrt in den Kasernen waren die Soldaten mindestens 18 Monate unter militärischer Befehlsgewalt und damit dem DDR-Regime direkt und vollständig ausgeliefert. NVA-Dienstvorschrift. Die sinnvolle Verbindung und richtige Anwendung von Maßnahmen der Überzeugung und des Zwanges sind bei der Erziehung zur militärischen Disziplin zu gewährleisten. Bekannt ist ja, dass die DDR und damit auch die NVA davon ausging, dass ständig eine Präsenz von mehr als 90% der Anwesenheit gefordert wurde, dass es Befehle gab, die den Ausgang regulierten, den Urlaub regulierten, und zwar in einem Maße, wie wir es heute nicht kennen, die innerhalb des Dienstbetriebes auch darauf abstellten, ständig präsent und ständig gefechtsbereit zu sein. Und das waren natürlich solche Umstände, die schon in nicht unerheblichem Maße zu Straftaten beigetragen haben. Ich habe an irgendeiner Stelle mal gesagt, in der DDR war es nicht erforderlich, so viel Freiheitsstrafen bei NVA-Angehörigen auszusprechen, weil die sowieso Tag und Nacht eingesperrt waren. Alltag in NVA-Kasernen, ständiger militärischer Drill, kaum Urlaub und Ausgang, physischer und psychischer Druck von Vorgesetzten, Schikane auch unter den Soldaten. Bedingungen, die manchen aus Verzweiflung dazu brachten, aus dem System auszubrechen. Doch damit landeten sie sofort in den Mühlen der Militärjustiz. Name: Zitzel Hartmut. Militärstrafgefangener von Mai 1985 bis April 1986. Verurteilt wegen Fahnenflucht. Hartmut Zitzel hatte sich zu 3 Jahren Dienst in der Armee verpflichtet. Dafür wurde ihm versprochen, dass er diese Zeit in einer Spezialeinheit dienen kann. Mein Wille war, zur Marine zu kommen. Und wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, durch Westverwandtschaft, die bestand, wurde das mehr oder weniger in letzter Minute noch abgebogen, sodass mir vom Wehrkreiskommando in Dessau offeriert wurde, dass ich aus strukturellen Gründen nicht zur Marine gehen könnte. Und man hat mir dann als Alternative angeboten, für 3 Jahre Dienst in Dessau-Kühnau zu tun, in der Küche. Doch Hartmut Zitzel durfte weder zur Marine noch seinen Dienst in Heimatnähe in Dessau verrichten. Kurz nach seiner Einberufung wurde er in den äußersten Norden der DDR versetzt, nach Gützkow an der Ostsee. Dort ließen ihn die Vorgesetzten Dienste schieben, von früh um 4 bis nachts um 11 und das ein halbes Jahr lang ohne Ausgang und Urlaub.
Sein Versetzungsgesuch wurde abgeschmettert, ebenso sein Antrag, unter diesen Bedingungen statt der 3 Jahre nur 18 Monate Grundwehrdienst zu leisten. Derart schikaniert sah Hartmut Zitzel nur einen Ausweg. Anklageschrift vom 4. Juli 1985. Der Beschuldigte erhielt am 1. Mai Ausgang. Gegen 22 Uhr entschloss er sich, nicht mehr in die Dienststelle zurückzukehren. Hartmut Zitzel wurde wegen Fahnenflucht gejagt wie ein Verbrecher. Dabei wollte er nur eins, der Schikane entfliehen. Die Gründe, die ja eigentlich zu dieser am Anfang Kurzschlussreaktion geführt haben, sind ja schon mal extrem und wurden auch innerhalb des Verfahrens überhaupt nicht berücksichtigt, strafmildernd. So wie ich irgendwelche Gründe mit anführen wollte zu meiner Entlastung, wurden eigentlich die Gespräche immer abgewürgt. Im Namen des Volkes. In der Strafsache gegen Zitzel Hartmut wird für recht erkannt, der Angeklagte wird zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt. Hartmut Zitzel wanderte in den Knast. Eine Begründung für das harte Urteil gab es nicht. Auch seine Eltern erfuhren nichts über die Hintergründe der Tat. Wir konnten das ja noch nicht fassen, dass da sowas passiert ist. Und dann haben wir uns gesagt, da muss etwas sein, etwas vorgefallen sein von der Armee selbst, denn sonst würde er sowas nicht machen. Über die Geschehnisse haben Vater und Sohn bis heute kaum gesprochen. 1,5 Jahrzehnte danach fahren die beiden erstmals gemeinsam nach Schwedt, um Hartmuts Leidenszeit in der Kaserne und im Militärgefängnis aufzuarbeiten. Einzelschicksale spielten in der Militärjustiz keine Rolle, wenn es um die ideologische Gleichschaltung ging. Befehl ist Befehl. Naja, ich war ja noch lange genug Kommandeur, auch in den Truppenteilen. Und ich kenne mich ja dort aus, auch mit den Soldaten. Und ich weiß, wenn solche Verstöße zutage treten, dass sie durch ein Militärgericht geahndet werden müssen, dann war das schon gerechtfertigt. Also das weiß ich schon. Dann war das gerechtfertigt. Und irgendein Mitleid, verstehe ich nicht, was sollte da für ein Mitleid sein? Das Negative war, dass man hier mit Leuten zusammen war, die sich teilweise wirklich nichts zu Schulden kommen lassen haben. Die aus einer familiären Situation heraus die Frau weggelaufen, eben einfach schnell nach Hause gefahren sind, um irgendwas zu klären und sich im Knast wiederfanden. Oder in meinem Fall, die nur ihre Meinung gesagt haben und schlicht und ergreifend wegen dem sogenannten Meckerparagraphen in den Knast kamen. Das ist das Negative, dass also die Delikte sehr gering waren und die Strafen sehr hoch bei der Armee. Dass also hier Leute kriminalisiert wurden, die eigentlich in keinster Weise kriminell waren. Abgesehen von den Fällen, die eben wirklich Körperverletzung oder Diebstahl oder ähnliche Dinge getan haben. Waren die Zustände in den Kasernen schon hart, mussten sie in Schwedt noch härter sein. Anders als im zivilen Strafvollzug saßen die Militärstrafgefangenen hier nicht einfach nur ihre Haftzeit ab. In Schwedt sollten sie umerzogen werden. Zu Soldaten, die nie widersprechen. Das Petrolchemische Kombinat Schwedt. Es entstand 1964. Nach dem Aufbauende waren die Baracken der Bauarbeiter leer. Für die neue Industrie wurden Arbeitskräfte benötigt. So machte man aus den Arbeiterbaracken kurzerhand ein Sonderlager für 200 Strafgefangene. Während in Prag 1968 Panzer des Warschauer Paktes einrollten, plante das DDR-Verteidigungsministerium den Aufbau eines eigenen Strafvollzugs. Verantwortlich war der Jurist Oberstleutnant Siegfried Mehrmann. Auf der Suche nach einem geeigneten Objekt wurde ihm vom Ministerium des Innern das Lager in Schwedt angeboten. Mehrmann griff zu. Offiziell unterstand der neue Militärstrafvollzug jedoch weiterhin dem MDI. Thank you.
Nach Schwedt kamen Gefangene mit Freiheitsstrafen bis zu 2 Jahren. Sie blieben Soldaten. Nach Verbüßen ihrer Strafe schickte man sie wieder in die Truppe zurück. Die Zeit ihrer Haft mussten sie nachdienen. Im Knast herrschte ein strenges Regime, das die Gefangenen vor allem erziehen sollte. Nach meiner Sicht nach war es schon wichtig, dass der aus dem Prozess der militärischen Erziehung nicht herausgerissen wird. Er ist ja faktisch innerhalb dieses Bereiches geblieben. Täglich geführt zu werden durch einen Gruppenführer, durch einen Zugführer, das war ja hier auch so. Ich denke schon, dass es darum ging, hier schlicht und einfach das Ganze unter dem militärischen Deckel zu halten und damit natürlich auch wenig transparent laufen zu lassen. Gefängnistagebuch eines Militärstrafgefangenen. Die Mumpe, Arrest, Sicherung, Strafe. Irgendetwas in uns wehrt sich gegen das Aufnehmen, die Vorstellung des Allerschlimmsten. Und da denke ich auch schon den Satz, der mich begleiten wird. Das können Sie nicht machen. Was Sie so alles machen können, davon habe ich keinen Begriff. Wir sind gefangen und Sie können es machen. Die wildesten Gerüchte kursierten, man müsste im Steinbruch arbeiten und hätte dann nach der Arbeit noch militärische Ausbildung. Und ansonsten war wie ein Mantel des Schweigens, also man wusste nicht, was dort eigentlich auf einen drauf zukommt. So oft es ging, hat Friedrich Zitzel seinen Sohn während der Haftzeit besucht. Über die Bedingungen in Schwedt und die Gründe der Fahnenflucht durfte Hartmut damals nicht sprechen, nicht mal mit seinem Vater. Auch nach der Entlassung war das Lager als Gesprächsthema tabu, die Angst zu groß, wieder in die Fänge der Militärjustiz zu geraten. Eigentlich hat er für uns immer so ein bisschen den leicht freundlichen herausgetan, so dass wir das nicht so merken sollten, was er selber erlitten hat oder was mit ihm dann so durchgeführt wurde. So dass auch wir, wenn wir nach Hause gefahren sind, etwa nicht so viel schwerer mitnehmen mussten. Haft in Schwedt bedeutete keine Sekunde unbeaufsichtigt, ständig Druck, Drill und Arbeit. Wir haben in 2 Schichtsystemen teilweise gearbeitet. Das heißt also, dass vor der Arbeitszeit der militärische Ablauf schon drin war. Vom Wecken, die haben teilweise um 4 Uhr geweckt. Und die Gehilfen um 3:30. Dann sind die über Frühsport, Körperhygiene, Stubendienst, Mahlzeit etc. So, dann sind die also hier so gegen 5:30 mit dem Bus auf Arbeit gefahren, haben dort 8 Stunden gearbeitet, in der Regel Tiefbauarbeiten, also auch körperlich schwere Arbeiten, kamen dann also nach 8 bis 9 Stunden zurück und haben dann den gleichen Tagesdienstablauf wieder fortgesetzt mit Appell, Dienstausgabe, ja, und du bist um 20 Uhr oder je nachdem, wie der Tagesdienst es vorsah, sind sie dann ins Bett geschickt, um 8 Stunden Schlaf zu gewährleisten. Weisen Sie Ihre Gruppe ein. Wegtreten. Zielstellung war, mit relativ einfachen Mitteln oder einfachen Folgen, mal so gesagt, den höchstmöglichen Erziehungseffekt zu erreichen. Den Menschen als solches von seinem Wesen her zu brechen, ihm sicherlich vielleicht auch eine andere Ideologie aufzuzwingen und ihm zu zeigen, wo die Grenzen sind. Das wurde ja eigentlich auch tagtäglich hier im Lager praktiziert, immer zu zeigen, hör ich zu, bis dorthin und kein Stück weiter. Und wenn du über diesen Punkt hinausgehst, dann sind selbst hier, wo ja eigentlich schon eine Bestrafung stattfindet, noch mit anderen Konsequenzen zu rechnen. Vom ersten Tag an sollten die jungen Gefangenen Druck verspüren. Ein Mittel zum Zweck, die Erziehungsgespräche. Wir haben immer wieder beobachtet, einige sind schwer zum Reden zu bringen. Klassenprozess, das persönliche Wesen jedes Soldaten. Der psychische Druck entsteht auch schon ein Stück von außen. Wenn man in dieses Gelände reinkommt, die Zäune, die Mauern, die Hundestaffel, das ist ja alles für einen, der das nicht erlebt hat und der auch, sage ich mal so, aus einem behüteten, normalen Elternhaus reinkommt, ist das schon ein ganz schöner Druck, sich da auch zurechtzufinden.
Name: Beuchel Christian. Militärstrafgefangener von Juli 1982 bis Dezember 1982. Delikt: Befehlsverweigerung. Christian Beuchel war Bausoldat und damit vom Dienst an der Waffe freigestellt. Seine Vorgesetzten befahlen ihm, in der Kaserne einen Schießstand zu errichten. Aus Gewissensgründen wollte Christian Beuchel jedoch jedes Mitwirken an Schießübungen vermeiden und verweigerte den Befehl. Das Urteil: Die moralisch und religiös motivierte Befehlsverweigerung war dem Gericht 9 Monate Freiheitsentzug wert. Was der christlich geprägte Soldat in der Kaserne noch wagte, gegen Anweisungen aufzubegehren, war unter dem Druck der Strafe und den Bedingungen für ihn in Schwedt nicht mehr denkbar. Ich war ziemlich unsicher da drin, an manchen Stellen sicherlich auch apathisch und bin mitgelaufen, habe das einfach über mich ergehen lassen, auch aus einem gewissen Maß an Verzweiflung heraus. Militärische Ausbildung, politische Schulung, Arbeit im Akkord. Der Tagesablauf in Schwedt ging nicht nur an die psychischen, sondern auch an die physischen Belastungsgrenzen der Inhaftierten. Militärstrafvollzugsordnung 1982. Die Militärstrafgefangenen sind zu gesellschaftlich nützlicher Arbeit einzusetzen. Dabei sind die der Arbeit innewohnenden erzieherischen Potenzen voll zu nutzen. Gezwungen zur Arbeit und das für einen Bruchteil des üblichen Lohns. Gefangene errichteten öffentliche Gebäude in Schwedt, produzierten Fahrzeugaufbauten für die NVA. Einiges ging in den Export. So verdiente der Staat Devisen an seinen Militärstrafgefangenen. Es gab für die Arbeit eine Norm, die man erreichen musste, pro Tag so und so viel Handlampen zum Beispiel zu machen oder so und so viel Schalter. Und wenn man das nicht erreicht hatte, musste man nacharbeiten. Oder wenn man die Arbeit ganz verweigert hat und sagt, ich mache das dann nicht mehr, dann wurde eine Arreststrafe verhängt, dann kam man auch in den Arrest. Vereinzeltes Aufbegehren der Inhaftierten gegen das Regime gab es trotzdem. Peinlich genau haben die Verantwortlichen jedes dieser Ereignisse in sogenannten Lageberichten festgehalten. Hungerstreiks, Arbeitsverweigerungen, Fluchtversuche. Es gab einen Fall, der kam hier an und hat also gesagt, er zieht keine Uniform mehr an und er geht auch nicht arbeiten. Und der wurde dann in ständigen Arrest verlegt, in Einzelhaft verlegt und der war wohl in meiner Zeit insgesamt ein halbes Jahr schon alleine in Einzelhaft. Und es trat aber auch keine Änderung ein. Er hatte dann wohl den Ausreiseantrag gestellt, der auch nicht realisiert wurde, weil es ja verboten ist, bei der Armee einen Ausreiseantrag zu stellen, wenn man als Armeeangehöriger, wurde aber auch nicht entlassen aus der Armee. Wie das dann weitergegangen ist, weiß ich nicht, weil ich entlassen wurde, als er noch im Arrest saß. Der Einzelarrest, ein Mittel, um Widerstand zu brechen. Es gab den Freizeitarrest, der in der Regel angewandt wurde, und es gab den Einzelarrest. So, und der Einzelarrest, das müsste also schon sehr extrem sein, wiederholt Diebstahl, ja, oder Fluchtgedanken, denn auch solche werden eingesperrt, es hat nun mal solche Ideen und Gedanken oder irgendwie auch grobe Sachbeschädigung, dann könnte das schon passieren, ja, dass er Disziplinierung dort 1, 2, 3, 4 Tage dort im Einzelarrest war. Die Dokumente belegen jedoch, die härteste aller Strafen, der Einzelarrest, war nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Die Dauer der Arreststrafe wurde willkürlich festgelegt. In den Bau wanderte man bereits bei einfachen Verfehlungen. Zum Frühsport waren wir 2 Mann. Die eben nicht aktiv an dem Frühsport teilgenommen haben, weil was sollte uns eh noch passieren, das war so der Gedankenzug. Und dort im Fußmarsch halt die 3000 Meter zurücklegen wollten. Und dort wurde eigentlich die Konsequenz sofort gezogen, dass wir dort mit Gewalt in sogenannte Arrestzellen, damals nannten wir das Mumpe, eingesperrt waren. So wie ich mich daran erinnere, in den Blocks hatten die ungefähr eine Größe von 1,50 m x 1,50 m, waren komplett dunkel.
und Gittertür und Holztür davor. Gefängnistagebuch eines Militärstrafgefangenen. Um 5 Uhr beginnt die Arrestzeit. Dazu sind spezielle Zellen im Keller. Dort schließt sich hinter mir die Tür, ohne dass ich hätte wahrnehmen können, wie ich hier hineingekommen bin. Diese Tür hat wieder einen Spion, damit sie alles beobachten können. Sitzen und grübeln. Wieder haben Essen, Trinken, Notdurft verrichten denselben Ort. Es gibt nur kein Keramikbecken hier. Irgendwann werde ich den Deckel des Eimers abnehmen und es da hineinmachen. So 3 Tage lang, 3 Tage lang mit niemandem sprechen. Leben pur, nur biologisch funktionieren. Dasein. Wie mit so einfachen Mitteln das Mittelalter wieder lebendig werden kann. Im 20. Jahrhundert, in meinem 20. Jahr. In der Armee herrschte das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Auch in Schwedt gab es Belohnungen für gute Führung. Bonbons der besonders skurrilen Art. Wir hatten da so eine neckische Lokomotive auf dem Flur hängen. Dort wurden dann die Passbilder der Strafgefangenen auf die Hänger und auf die Lokomotive verteilt. Also die Besten hatten ihre Passbilder dann halt vorn auf der Lok, die Schlechtesten hinten. Und das ging hin bis zu Buchprämien, die wir bekommen haben. Zum Tag der NVA wurde mir da überreicht, Tom Sawyer und Huckleberry Finns Abenteuer. Für unsere nationale Volksarmee und die Schutz- und Sicherheitsorgane ist es ein ehrenvoller Auftrag. Anfang der 80er Jahre. In Afghanistan marschierte die russische Armee ein. In Polen gab es Widerstand gegen die sozialistische Ordnung. Und der Nationale Verteidigungsrat der DDR perfektionierte den Militärstrafvollzug. Im Armeeknast in Schwedt wurde das Regime daraufhin noch strenger, noch militärischer. Grundlage für die Verschärfung war die Doktorarbeit des Vollzugsspezialisten im Verteidigungsministerium Siegfried Mehrmann. Er monierte schon 1975. Der Vollzug ist sehr stark auf die ökonomischen Aspekte ausgerichtet. Es kann unter diesen Umständen nicht verwundern, dass weder das bewusste militärische Verhalten noch die konsequente Einhaltung des Fahneneides als Kriterium des Bewährungsprozesses angesehen werden. Im Klartext, die Gefangenen sollten nicht nur malochen, sondern noch mehr gedrillt werden. Ab 1982 hat ein neuer Kommandeur das Sagen. Naja, jetzt das Ausbildungsgelände geschaffen worden, da wurden zwei Sturmbahnen gebaut, da wurde eine Handgranatenwurfanlage gebaut und andere Geräte, die also für die militärische Körperertüchtigung dienlich waren. Das Hangelgerät zum Beispiel, was hier noch steht. Ja, das war's dann. Für die Gefangenen hatten diese Errungenschaften fatale Folgen. Die neuen Herren in Schwedt wandten die körperliche und militärische Ertüchtigung als Erziehungsmittel an, mit aller Konsequenz. Früh morgens zwischen 3 und 4 Uhr waren wir täglich geweckt, mussten vor der Kompanie antreten und dort den Schutzanzug anlegen. Wir hatten noch die ganz alten Schutzanzüge, was so eine Plane war, die man zusammenschnüren musste, etc. bis hin zur Sturmbahn, was eigentlich tägliches Ritual, möchte ich fast sagen, war, über Exerzierausbildung. Also diese 4-5 Stunden nach dem Arbeitstag, die wurden dafür ganz intensiv verwendet. Der schärfere Wind wehte nicht nur für die Gefangenen in Schwedt, er betraf alle Militärangehörigen. Jetzt wurde es möglich, Soldaten ohne Gerichtsurteil nach Schwedt zu bringen. Im Armeeknast entstand dafür ein neuer Gebäudetrakt. Die neue Strafe nannte sich Disziplinarstrafe. Im Klartext bedeutete das bis zu 3 Monaten Freiheitsentzug in Schwedt ohne Prozess, einfach auf Befehl des jeweiligen Kommandeurs. Wir waren im Ausgang gewesen und haben auch schön getrunken und sind dann mit dem Bus zurückgefahren. Und ich hatte mir im Bus eine Zigarette im Mund gesteckt. Angebrannt hatte es noch nicht und der andere Ufts, der mit im Bus neben mir stand, der hat sie mir aus dem Mund rausgehauen und dafür habe ich einen auf die Nase gehauen. Name: Knüpfer Kai.
Disziplinar bestraft dafür 30 Tage in den Monaten April und Mai 1986. Delikt Körperverletzung. Selbst Richter und Staatsanwälte waren der Meinung, der Schlag auf die Nase reicht für eine Anklage und einen Prozess nicht aus. Dennoch landete Kai Knüpfer im Knast. Um Soldaten wie ihn in Schwedt zu disziplinieren, umging die DDR sogar die eigene Militärjustiz. Einfach auf Beschluss seines Kommandeurs wurde gegen Kai Knüpfer Freiheitsentzug verhängt. Keine Anklage, kein Prozess, kein Urteil. Willkür pur. Der Disziplinarbestrafte war postwend hier. Also die Disziplinierung in den Einheiten ging schneller. Ja, und man hat teilweise auch, wie gesagt, das wäre meine rein persönliche Meinung, Disziplinarbestrafung in den Einheiten sehr schnell genutzt, um den Mann loszuwerden. Deswegen will ich nicht sagen, dass das zu Unrecht war. Ja. Aber es war eben einfacher. Diese Disziplinareinrichtung Schwedt und die dort verhängten Strafen, die halte ich nicht nur aus heutiger, sondern auch aus damaliger Sicht schlicht und einfach für nicht opportun und unredlich. Einfach weil damit verbunden war eine absolute Aushebelung eines rechtsförmlichen Verfahrens. Selbst einige Militärjuristen liefen in der DDR Sturm gegen die neue Strafform, ohne Erfolg. Die neue Disziplinarstrafe hatte Folgen. In den 80er Jahren sank die Zahl der verurteilten Militärstrafgefangenen rapide. Dafür verbüßten immer mehr Disziplinarbestrafte ihre Haft im Armeeknast. Den Machthabern konnte das nur recht sein. Die Einführung dieses Disziplinararrestes hat möglicherweise, zumindest ist das meine Bewertung, noch einen anderen Hintergrund gehabt, nämlich schlicht und einfach eine Kosmetik darzustellen, nämlich es ist uns gelungen, die Zahl gerichtlicher Verfahren deutlich zu senken. Inwiefern das tatsächlich redlich war, ergibt sich ja wohl aus sich selbst, es ist schlicht und einfach allenfalls ein Verarschen. Keine Besuche, keine Briefe, gekürzter Wehrsold. Auch sonst war der Aufenthalt für die Disziplinarbestraften in dem neu errichteten Plattenbau alles andere als angenehm. Der Disziplinarbestrafte war in der Regel 4 Wochen hier oder 8 Wochen. Aber die Regel waren 4 Wochen. Und in diesen 4 Wochen war er eben nicht hier, um sich zu erholen, sondern hier wirklich einen strammen Dienst zu machen, einschließlich der produktiven Arbeit, die hier zu leisten war. Und so gesehen war das schon sicherlich eine bestimmte Härte, aber sie war gewollt, richtigerweise gewollt. Härte, Disziplinierung und Erziehung, durchgesetzt auch mit schikanösen militärischen Methoden. Besonders gefürchtet die Sonderbehandlung. Das durfte eigentlich auch so keiner sehen. Die Türen wurden immer verschlossen, also hier musste jeder auf seiner Unterkunft bleiben. Dann wurden die Türen zugemacht, durfte keiner Türen aufmachen. Hast aber durch irgendwelche Ritze oder Schlüssellöcher hast du gesehen, dass draußen jemand im Vollschutzanzug draußen rumgerannt ist und Liegestütze gemacht hat oder im Entenlauf über den ganzen Flur. Ich nehme an, der war so wie hier ungefähr, dieser Flur, die Länge. Ja, und das ist schon ganz schönes Ding. Die Spinde wurden ausgekippt, wenn sie nicht richtig gemacht waren. Wenn halt irgendwo eine Falte war an dem Hemd, die da nicht hingehört, wurden sie umgekippt. Hast du von vorne angefangen. Dann, was wir teilweise gesehen haben, dass halt ganze Zimmereinrichtungen ausgeräumt wurden. Wurden vor dem Objekt aufgebaut. Ordentlich, so wie es sein muss, wurde dann wieder alles nach oben gebracht, oben normal aufgebaut, und wenn es halt nicht geklappt war und nicht geklappt hat, das ganze Spiel nochmal von vorne. Und das natürlich alles im Laufschritt, weil so mit normal laufen war in Schwedt überhaupt nichts, also alles nur Laufschritt. War schon
ganz schön scheiße. Wer in der NVA nicht mitmarschierte, wurde diszipliniert, erzogen und überwacht. Auch in Schwedt hatte die Stasi ein eigenes Spitzel- und Überwachungssystem aufgebaut. Hauptfigur dieses Systems war ein Offizier, der direkt von der Stasi bezahlt wurde. Sein Deckname Manfred. Manfreds Aufzeichnungen belegen, dass die DDR-Oberen mit der Haftanstalt in Schwedt vor allem politisch motivierte Taten ahnden wollten. Personalanalyse des Stasi-Offiziers Manfred, 1986. Die mangelnde politische Grundhaltung zu unserem Staat und zum Wehrdienst bei etwa 90% der Gefangenen bildete die Hauptursache für Vergehen, die zur Bestrafung führten. Manfred hatte seine Informanten in jeder Gefangenenstube und führte Erziehungsgespräche mit den Inhaftierten. Er beeinflusste, ob einer vorzeitig entlassen wird oder nicht. Er hat aufgrund seiner Arbeit hier auch bestimmte Dinge gehabt, die er an den Mann gebracht hat, ist schon richtig. Ja, die er also mitgeteilt hat oder darauf hingewiesen hat, den Kommandischef, auf den Umstand. Und hat sicherlich auch mit dem Militärstrafanwalt Gespräche geführt, ja, um tiefgründiger die Vorgänge zu ergründen, was war Ursache und so weiter und so fort. Das war nun seine Aufgabe gewesen. In den Erziehungsgesprächen unter Druck gesetzt, plauderten die Gefangenen auch über ihre Zellengenossen. Hagen Gavlitter hat die Folgen dieses Denunziantentums am eigenen Leib verspürt. Es war so, dass ich irgendwann auf diesem Transport von der Untersuchungshaftanstalt nach Schwedt mit Leuten zusammentraf, die einen Ausreiseantrag gestellt hatten. Und mit denen habe ich mich unterhalten und habe über dieses Gespräch auch jemanden anders wieder erzählt hier in Schwedt. Und das war plötzlich herausgekommen, dass ich also mich da mit einem unterhalten hatte, der einen Ausreiseantrag hatte auf der Fahrt hier nach Schwedt. Und demzufolge wurde meine vorzeitige Entlassung gestrichen. Das wurde mir auch so deutlich gesagt. Soldat in der NVA. Wie ein Damoklesschwert hingen die Geschichten vom Knast über dem Dienst in der Armee. Jeder wusste, wer nach Schwedt kommt, muss auch noch nachdienen, bleibt um die Zeit seiner Haft länger in den Kasernen. Wer aus Schwedt zurückkam, fügte sich bedingungslos in die Truppe ein. Über die Haftzeit wurde nicht gesprochen, aus Angst. Angst, die Bewährung aufs Spiel zu setzen. Viele der Entlassenen hatten lange Bewährungsstrafen bekommen, durften deshalb in keiner Weise mehr auffallen. Derjenige, der also aus Schwedt entlassen wird und zur Bewährung wieder in die Einheit zurückkommt und hat eine Bewährungsstrafe noch, der muss also sowas von still sein und muss immer gewärtig sein, dass beim geringsten Regelverstoß auch gegen normale Dienstvorschriften im Armeealltag er sofort wieder hier landet. Also konnte man damit sicherstellen, dass er sich absolut den Normen unterwirft. Angst und Desinformation. Schwedt funktionierte als Abschreckungsinstrument in den Kasernen. Hartmut und Friedrich Zitzel. Noch Jahre nach der Wende wirken die Erlebnisse von Schwedt zwischen den beiden nach. Es beginnen zögerliche Gespräche über Vergangenes. Ich glaube, das ist auch eine Verdrängungssache. Es war ganz einfach zur damaligen Zeit eine Geschichte, wo wir auch nicht drüber reden sollten, was uns sicherlich nicht direkt so gesagt wurde, was aber jeder irgendwo wusste, warum auch immer. Und die Freude war eigentlich überwiegend, wieder zu Hause zu sein in den Reihen. Da bin ich meinen Eltern ja auch noch dankbar, dass sie damals in der Zeit weiterhin zu mir gestanden haben. Das hat mir einiges auch hier erleichtert. Das geht ja unter Haut in den Haar. Denn das ist ja mal dein eigenes Kind. Und das ist ja eine Beziehung. Das ist ja etwas, was man auf den Weg geschickt hat. Und da hat man auch eine ganz andere Einstellung, als wenn es ein Fremder wäre.
Und für uns kam es ja nie. Und wenn auch, ich meine, das ist dein eigenes Kind, dann lässt du nicht im Stich. Gefängnistagebuch eines Militärstrafgefangenen. Über Jahre hinweg immer derselbe Traum. Ich stehe an einer Wand, die Hände erhoben. Der Posten sagt, na, wieder hier, wo du hingehörst? Wir haben es doch gewusst, wir kriegen jeden. Wir haben doch das letzte Wort. Am 26. April 1990 entließ man die letzten Militärstrafgefangenen in die Freiheit. Auf Befehl des Ministeriums für Abrüstung und Verteidigung wurde der Militärknast in Schwedt am 31. Mai 1990 aufgelöst. Er wird als die wohl unheimlichste Facette der Militärjustiz in die Unrechtsgeschichte der DDR eingehen. Also ich habe mir in den über 20 Jahren meiner Tätigkeit als Militärjurist keine Vorwürfe zu machen, dass ich auch nur an einer Stelle einen zu Unrecht nach Schwedt gebracht hätte oder dass einer meiner Kollegen so etwas getan hätte. Nach der Wende wurden nicht wenige Urteile gegen Soldaten unter die Lupe genommen und aufgehoben. Christian Beuchel hatte seinen Antrag auf Rehabilitierung im Jahre 1993 gestellt. Das Landgericht Magdeburg hat das Urteil des DDR-Militärgerichts für rechtsstaatswidrig erklärt. In der DDR hatte Christian Beuchel ständig Angst vor weiteren politischen Repressalien. Wenn man kriminell ist, wenn man was gestohlen hat, dann weiß man ganz genau, wenn ich nicht wieder stehle, dann komme ich auch nicht wieder ins Gefängnis. Während bei der Frage, wenn man nach seinem Gewissen handelt oder nach seiner inneren Einstellung, da ist immer die Gefahr, dass man wieder ins Gefängnis kommt, weil die innere Einstellung wechselt man nicht so schnell wie sein Unterhemd und will sie auch nicht wechseln. Auch Hagen Gavlitter ist heute rehabilitiert. Begründung der Entscheidung: Selbst die DDR-Verfassung sah das Recht der freien Meinungsäußerung vor. Der junge Soldat hat somit lediglich seine verfassungsmäßigen Grundrechte wahrgenommen. Man ist frei.